Y-O, Ausrufezeichen. H-I-P-O-H-E-A-M. Ich wollte Hip-Hop buchstabieren, ne? Das war die erste große Liebe, war da sprühen. Da kam Rap und von da an war das Mike am Glühen. Hip-Hop war von da an zu meiner Religion. Nur ich kenn's und das Mikrofon. Ich liste alle Toys, die über Hip-Hop kämpfen. Später kam das Beatbauen, dann kam das Scratchen. Meine Idole, die Premier und K-Def. Denn Primo war für mich einfach im Kanten der Chef. Die besten Rapper mit dem besten Flow waren Dinge, die das erfasst. Und sie beeinflussen noch heute meine Raps. Da man heutzutage nur scheiß Toy-Rap versinkt, trösten mich Run-DMC mit Down with the King. Ich bin eigentlich von Natur aus eine ruhige Person. Doch dann steh ich vor Mikrofon und kann es leider nicht verschonen. Es mit Texten zu begießen, Rap wird dadurch wieder spießen. Wieder in voller Pracht blühen zum Schutz mit Anti-Wack-MC. Pestizide mit dem Sprung unter der Erde tief im Untergrund. Nehmt der Kreislauf, denn die Wurzeln des Raps nehmen verdorrt ihre allerletzten Nährstoffe auf, denn an der Oberfläche bilden sich die industriellen Abgase zu einem dichten Dunst, der versperrt die Sicht zur Kunst, alle ersticken sie dran. Doch unser Rap bleibt nur heran zu einem großen Gewächs. Dank an Digi, die das effekt, denn wir ernteten die Alme, die sie mit Mühe gesät haben, die uns den nötigen Anreiz zum weiter Rappen gaben. In einer Zeit, bei der es so scheint, als wäre Rap schon längst tief unter der Erde begraben. Wir wollten als Schein Gangster-Rap-Album machen, aber Oma hat's verboten. Wir wollten eigentlich ein Gangster-Album machen, aber Oma hat's. Bin ich so ein Hip-Hop-Gangster. Und abgesehen davon muss ich sagen, dass ich doof bin. Ich mach mein Ding und scheiß auf sämtliche New-School-Schoten. Dass ich Oldschool bin, Alter, würde ich nicht sagen. Ich antworte mit Ahnung auf solche Fragen. Und Oldschool, Alter, ist zeitbedingt. Oldschool ist nicht gleich Oldschool, nur weil es so klingt. Und seien wir ehrlich, man kann nicht etwas von heute old nennen. Ist das normaler Hip-Hop, nur nicht so, wie es die meisten Leute kennen. Auch wenn unsere Texte nicht immer zusammenpassen, liegt es daran, dass wir im Vereinzelten unseren Shit machen. Der eine so und der andere so. Was am Ende zählt, ist nur der Beat und der Flow. Kaum ist der Beat durch mich gewohnt, schon hat er mich zum Rappen gezwungen. Gedanken werden schnell gebündelt zu einem Text, der Mike gründet. Lass er alles links liegen, so gehen Ideen nicht gleich verloren, die mir durch den Kopf fliegen und später aufs Papier gelangt. Da hält man sie ganz gut gefangen. Der Beat bestimmt die Themenwahl, lass mich von ihm verleiten. Dreht mir alles um mich rum, egal, das erhöht die Konzentration. Wie von ganz allein, so leg ich viel mehr Mühe rein. Auf der Suche nach dem nächsten Reim, für die nächste Line. Doch wenn es dazu kommt, dass man keine Einfälle mehr hat, mal ich befehle es auf das Blatt. So bleibt es niemals leer, verschafft mir diesen Ausgleich, der mich auch zu Beats bauen versteht. Das ist die Abwechslung, wenn man sich die Samples zurechtlegt. Bau so lange Beats, bis ich hier auch wieder hängen bleibe. Wechsel danach zu den Lyrics, die ich dann zu Ende schreibe. Wir wollten als Schein Gangster-Rap-Album machen, aber Oma hat's verboten. Wir wollten eigentlich ein Gangster-Album machen, aber Oma hat's verboten. So funkin'